In dieser Folge geht es um Drückermontagen. Und ja, herzlich willkommen bei Festo TV. Mein Name ist Frank und wie schon gesagt, Drückermontagen, Drückergarnituren gibt es in verschiedenen Ausführungen. Entweder Kurzschilder oder Langschilder oder gar wie hier jetzt diese Rosetten. Alles oder gemeinsam haben alle diese Montagen, dass wir hier Löcher bohren müssen. Und wie man das am besten machen kann mit dem Festo-System, möchte ich euch einfach zeigen. Die Hersteller von diesen Drückergarnituren haben in der Regel je nach Ausführung solche Schablonen dabei, entweder ein bisschen wertiger oder auch diese Kartonschablonen, die einfach dann hier auf diesen Vierkantstift draufgesetzt werden. Das Ganze wird dann ausgerichtet und muss jetzt hier genau angezeigt werden, wo die Lochung nachher stattfinden soll. In meinem Fall nehme ich jetzt nicht einen Spitzbohrer oder einen Bohrer, sondern ich nehme hier einen Centrotec-Bohrer. Das heißt, ich verwende jetzt hier einen Bohrer, der schon eine richtig scharfe Spitze hat. Und das kann ich sehr schnell wechseln über das Centrotec-System. Das ist also ein Schnellspannfutter, das hier einfach aufgesetzt wird. Und wechsle das jetzt mit dem Bithalter zu diesem Bohrer. Und schon habe ich den Bohrer dementsprechend platziert mit dieser recht scharfen Spitze. Das Ganze wird jetzt hier ausgerichtet. Und leicht angebohrt. Das Ganze natürlich dann von beiden Seiten. Denn wenn ich jetzt hier durchbohren würde, kann es natürlich sein, dass man dann hier Ausrisse auf der gegenüberliegenden Seite dann habe. So, das Ganze ist soweit nun vorbereitet und jetzt können wir hier die Löcher bohren. In der Regel sind es Bohrlöcher von 6, 7 bzw. 8 mm, die hier dann zum Einsatz kommen. So, die Löcher sind gebohrt und jetzt habe ich natürlich noch einen zweiten Vorteil, und zwar mein Absaugsystem mit der Fernbedienung, wo ich nun ganz schnell alle Reste entfernen kann. Weil oft ist es so, dass hier kleine Späne sich auch im Schlusskasten, ich sag mal, verirren und so vielleicht später dann nach einiger Zeit zu Komplikationen führen kann. Nun werden diese Rosetten hier aufgesetzt und ich denke, das ist wieder klar. Wir haben hier dann die eine Seite, dann findet es hier diese zwei Bolzen ihre Löcher, auf der anderen Seite genauso. Das Ganze wird dann verschraubt. Im unteren Bereich findet dasselbe statt. Auch hier dann wieder verschraubt und dann zum Schluss abgedeckt mit diesen Rosetten. Ihr seht, System von Festool mit dem Bohrer mit Zentrierspitze und dem Absaugsystem eine tolle Lösung. Das war's, bis dann, euer Frank.